Die Bertrada-Tour führt von Mühlenbach zur Nachbargemeinde Birresborn. Von dort geht's zu den Eishöhlen, vorbei an der überdimensional großen XXL-Bank, über die Bertrada-Burg wieder zurück zum Ausgangspunkt in Mühlenbach. Die Bertrada-Tour gehört zu den beliebtesten Wanderwegen im Gerolsteiner Land. Von Mühlenbach führt der Weg durch saftige Wiesen hinauf auf über 500 Meter. Hier oben hat man einen herrlichen Blick hinüber zum idyllischen Braunebachtal. Im weiteren Verlauf schlängelt sich der Weg durch grüne Misch- und Nadelwälder. Dann plötzlich öffnet sich die Landschaft. Der Ort Birresborn liegt vor uns. Hier bietet unter anderem das Hotel zur Krone unseren Wanderern ein schattiges Plätzchen für eine kleine Pause. Da darf ein erfrischendes Weizenbier natürlich nicht fehlen. Vorbei an der Skulptur Birresborner Luhkleppel verlassen wir den Ortskern. Ein Waldlehrpfad begleitet unsere Wanderer jetzt ein Stück weit auf dem Weg hinauf zu den Eishöhlen. Geschafft! Die Eishöhlen oberhalb von Birresborn wurden jahrhundertelang als Eislager genutzt. Selbst an heißen Sommertagen steigt die Temperatur hier nicht über 7 Grad. Und natürlich immer wieder diese großartigen Ausblicke auf die herrliche Landschaft. Und da wartet auch schon das nächste Highlight der Bertrada-Tour. XXL-Bank. Der ideale Ort, den Rucksack auszupacken und sich eine kleine Stärkung zu gönnen. Und das bei einem außergewöhnlich tollen Panoramablick über das Gerolsteiner Land. Weiter geht der Weg, der unsere Wanderer immer wieder mit einer Fülle an malerischen Eindrücken belohnt. Zum Abschluss dann das absolute Highlight, die Bertrada-Burg. Sie thront hoch über dem Ort Mühlenbach. Und wer dem knappen Wollibert genau zuhört, der erfährt, dass Karl der Große hier auf der Burg das Licht der Welt erblickte. Die Bertrada-Tour, eine der schönsten Rundwanderwege im Gerolsteiner Land.